Herzlich willkommen zur 87. Folge. Ich wollte gerade schon sagen, 287. Folge. Krass, wo zu? Du bist dann jetzt Kupferanreicherung. Abholung angereichertes Kupfer. Ich habe auch ein bisschen Brennstoff für dich. Tatsächlich. Fahrplan. Du fährst von Kupferanreicherung, Abholung angereichertes Kupfer, machst dich dort voll, fährst zur Schmelze Kupferanlieferung. Ah, Kupfer jetzt 1? Kupfer jetzt 1 war das, ne? Vers 1. Glaube, du musst noch tanken fahren, ne? So, und fährst du jetzt erst tanken? Viel Spaß. Und in der Zeit sollten jetzt hier die restlichen 45 Dinger fertig werden. Oh, ihr seid ja alle dabei durch. So, dann seid ihr soweit auch durch. Ihr seid auch soweit durch. Und ihr auch. Perfekt. Dann wird das Zeug jetzt hier gleich voll sein. Das Schmutz oder Brack oder was weiß ich, wie man das nennen möchte. Ich habe da oben gesagt, eins reicht nicht. Und was macht er? Er baut eins. Kein Kommentar. So, Problem der ganzen Geschichte, jetzt ist das ja alles voll. Guck mal hier anfangen. Jetzt haben wir natürlich auch das andere Problem. Nicht nur mehr, weil ich denke, ich verdoppel das, sondern weil es einfach von Anfang an nicht geplant sein hätte müssen. So, fertig. So. Du fährst jetzt mal ganz dringend
zur Schmelze. Das ist natürlich ein Riesenweg da hoch, ne? Ein verloren Roboter, dann sieht man hier schon nichts mehr. Wo bist du? Da kommt er. Aber damit sollten wir es aus dem Erz deutlich mehr rausholen. Kommt das gute Zeug. Aber ich glaube auch, das Crafting-Tempo ist dann jetzt deutlich verändert. Du brauchst erstmal weniger, viel mehr. Bin ich mal gespannt, was dann hier unten rauskommt. Wie gesagt, es sollte theoretisch deutlich mehr sein. Wir haben sonst zwei acht gemacht. Das ist unsere Basisproduktion, 2,8. Und auf 2,8 sollten wir auch mindestens wieder hochkommen. Wie voll bist du denn? Ach, der hat noch gar nichts drin gehabt. Aber es kommt, es kommt. So gut, aber wir müssen uns jetzt darum kümmern, Schmutzwasser. Ja, bestes Rezept. Wir packen es einfach ins Fass. So wie mit Atommüll. Entweder in den See oder irgendwo in der Erde verbuddeln und dann ist die Sache erledigt. Zu Steine und Eisenerz. Zu Steine und Kupfererz. Okay. Das heißt also, dass wir das Zeug zurück zu Eisenerz machen und müssen das zu Kupfererz und wir es hier oben irgendwie. Das heißt, eigentlich können wir diesen Platz hier oder müssen wir diesen Platz hier eigentlich reservieren für die Brackwasser-Umwandlungsanlagen-Geschichten. Schmutzwasser. Das ist ja kein Brackwasser. So, es ist erstmal die Frage, wenn jetzt die alle laufen, wie viel angereichert?
Anlage. Ja, es wird unter anderem Wasser, ja. Und halt Stein. Moment. Gib dir 50 Wasser rein. Nein, 25 Wasser, daraus kommt 25 Schmutzwasser. Das heißt, theoretisch, wenn die Anlage hier komplett voll ist, können wir die Tiefbrunnen eigentlich wieder wegnehmen und kippen das Wasser einfach da wieder zurück rein. Das einzigste Blöde an der ganzen Geschichte ist natürlich, das ist richtig blöd, dass da Steine rauskommen. Flüssigkeiten, Minute. Echt jetzt? Warum zeigt er das hier nicht an? Gut, 25 durch 3. Zwanzig, 40, 60, 80. Mal 80 sind wir bei 670 Liter knapp pro Sekunde. Du machst 50 pro Sekunde durch 50 sind es 13,4 nach, also 14 nach. So, 4, 6, 8, 10, 12, 12, da ein bisschen Rohr, 14. Wäre ungefähr, ups, ungefähr die gleiche Höhe, ne? Wir hätten einen Tank hingebaut. Sag mir bitte.
Was für ein Speicher? Wie viele? 34. Lagerhalle. Okay, mein Zaun ist komplett abgeschmiert. So. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube nicht. Ich glaube. Ich hoffe, da kommt nicht zu viel raus. Dass die es hinbekommen. Na. Wir machen das ganz handelsüblich. Über den. Immer das Übliche, was man aus Steine macht. Landfill. Ich sage mal so, es ist ja hier eh noch einiges. Ich mache hier auch schon Lehmfüll aus dem Stein. Ah, warte mal. Man erkennt das mal hier oben schlecht. Steinmauer, nein, Versorgung. Welches waren das? Lehmfüll Schienen. Hält noch 285 Stunden. Haben wir jetzt hier irgendwo schon Leute, die nicht nur Lenfe transportieren, sondern eventuell auch mal Strom hast? Ja, wunderbar. Weil es wird nämlich langsam echt dringend, dass wir jetzt hier mal vernünftige Mengen an Kupfer wieder ranbekommen. Man hat jetzt so 2000. Der hatte schon vorher was drin gehabt. Ja, fahr mal zur Base. War du zum grünen Schaltkreis. Was? Ach so, hier noch einen zweiten. Ja, gleich. Oh Mann, wo ist denn das jetzt da? Was sind jetzt? Ja, 50.000 hat jetzt schon da. So, weil du
müsste mich jetzt mal langsam da auch weg. Weil ansonsten kommen nämlich die Eisenerzzüge nicht mehr, weil das die Beine hier standen, das waren die ganze die Eisenerzzüge. Einzigen Strommast. Baue diesen einen einzigen Strommast da. Nein, die beiden. So, dann kann das jetzt laufen, dann sollte man das jetzt schon so kopieren? Können wir noch gar nicht kopieren, weil die unten noch gar nicht fertig sind. Hubschrauber. Fast noch geschafft. Der war das auch viel zu spät. So, aber ich musste jetzt dahin. Flugrichtung passt. Leicht links eindrehen. So. Ich muss das Holz mal abladen. Ich drehe da mal wieder ab, ne? Alter, wenn er nicht so vergesslich wäre. Das könnte alles so einfach sein. Noch 10 Stück drin. Inwiefern ein Dashboard? Müsste ich theoretisch mal Felix fragen, ob der nicht mal eins programmieren könnte. Ich glaube, der ist sauer. Und aus Frust ballert er da das Ding hin. Ene Mist. Ihr kriegt mich nicht.
Wollt ihr denn alle hin? Ach so, ihr schließt euch dem nächsten Nest an. Das ist hier gemein. So, komm, geh weg da. Hier ist noch irgendwas Rotes, da was. Hier ist noch irgendwas Rotes. Okay. Gut, dann haben wir das erledigt. Es kommt jetzt hoffentlich hier alles noch nicht an. Warum nicht? Natürlich. Weil irgendwo muss ja das Wasser hin, ne? Theoretisch müsste jetzt so viel im System sein. Das ist jetzt theoretisch. Passen sollte. Macht das Sinn, hier oben auch noch einen Tank zwischenzusetzen für das Wasser? Ja, das macht Sinn. Weil sonst. Ja, eventuell sollte man noch alles anschließen. Dann wäre das auch wenigstens einfacher. Ja, es kommt hier echt viel Zeug raus. Da brauchen wir nur, Alter, brauchen wir nur eine Anlage. Nö. Glaube, Theoretisch, ja. Theoretisch und so, und praktisch noch ein bisschen mehr. Vollgasanlage 10.000. Kommt 2.500 Kupfer raus. Zweieinhalbtausend Kupfer ist mir eigentlich zu wenig. Es ist zwar jetzt effizienter, aber es ist zu wenig. Okay, das heißt, als nächstes bauen wir
Ja, entweder die Dingsanlage. Die Anlage hier für Eisen. Oder wir nehmen jetzt uns diese Geräte hier vor und starten dort mit der Forschung. Also mit der vernünftigen Forschung. So auf. Was wäre das hier für eine Forschung? SPR? 500 SPR? Ich glaube, 300 würde reichen, oder? Du Kollege hat es 50.000 mitgenommen, ne? Zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Gut, aber dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.